Moin, hier ist Hanna vom Weekend Warrior Shop bzw. der World of Paintball Halle. Und heute geht's um den da. Ja, kleiner Freund, was hast du uns denn hier angetan? Ja, ich hab euch den ganzen Laden dicht gemacht. Oh, du blöder Wichser, ey. Wir hatten richtig Bock loszustarten. Ja, ich weiß. Ja, ist halt voll für den Arsch gerade, ey. Halle dicht, schon echt lange, kommt gar keine Kohle rein, 0,0,0. Ganz bisschen Online-Shop, das ist cool. Also, was heißt ganz bisschen, aber das hilft uns vorne und hinten nicht. Also, wir wollten ein kurzes Video machen, wie der Status ist, weil einfach einige gefragt haben und so weiter. Das ist jetzt unser Video zur aktuellen Lage. Ja, also, geht halt nicht so gut gerade, natürlich, ne? Wir haben halt, kommt halt gar nichts rein und ja, haben halt super viele Kosten, müssen irgendwie Familien ernähren und so weiter. Also für uns ist es halt echt, nach 15 Jahren hier, ist eine super krasse Situation, die wir auch so noch nie erlebt haben. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, es geht euch ja genauso, ne? Also von daher, es ist ja so, wenn man sich jetzt mal vor Augen hält, ich sag jetzt mal eine alleinerziehende Mutter, wovon es jetzt auch nicht so wenig gibt und denen es vorher auch schon ziemlich schlecht ging und deren zweijähriges Kind zu Hause ist, weil die Kitas alle dicht haben, und deren Job irgendwie vielleicht im besten Fall noch auf Kurzarbeit ist oder halt irgendwie, wenn sie freischaffende Künstlerin ist, einfach sie gar keine Kohle mehr kriegt, dann geht es dir einfach viel schlechter noch, ne? Und klar sind wir als Selbstständige gekommen, halt auch gar nichts rein, so, und es geht uns auch, ja, eigentlich auch ziemlich beschissen. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht jammern, es geht euch auch oft nicht gut und von daher will ich eigentlich eher euch danken für, und deswegen haben wir auch das Video auch so ein bisschen gemacht. Ich will gleich auch nochmal kurz mit euch übers Feld gehen, um zu zeigen, wie viel Bock wir eigentlich auf die nächste Saison hatten. Haben wir immer noch, geht ja noch weiter, ist ja kein Weltuntergang hier. Aber was mega cool ist, ist von euch auch der Support, der jetzt reinkam in der Krise, weil ich es ja auch geschneit habe, dass hier gerade irgendwie der Hammer gefallen ist. Wir hatten zum Beispiel einige Fälle, ich sage jetzt zum Beispiel mal Bianca oder Jan Philipp, die gesagt haben, ey, ich wollte eigentlich mal eine Jahreskarte, ich bin irgendwie verletzt, wollte ich eigentlich kündigen, aber nee, es geht gerade voll beschissen, ich lasse mal Jahreskarte irgendwie weiterlaufen. Oder auch die anderen, die gesagt haben, nee, hier kommen Beiträge, lass mal jetzt einmal weiterlaufen und so. Dickes Danke dafür. Dann irgendwie Carsten, der dann gesagt hat, ey, ich kaufe mir die Knarre jetzt irgendwie und holt sich jetzt noch eine E-Mac und alles. Also voll viele, die einfach gesagt haben, ey, scheiß auf die Krise, ich will hab Bock auf Paintball, ich zieh das durch. Also danke, danke, danke. Das hilft uns gerade echt. Richtig cool. Ich weiß gar nicht, gestern hat auch irgendjemand 4 von unseren Gutscheinen gekauft, was wir auch mega lässig fanden. Weil wir haben so eine Supporter-Aktion gerade am Laufen. Kleines Ding. Wir haben uns so witzige T-Shirts ausgedacht. Die sind auch ein bisschen schwarzer Humor, also nicht böse sein. So eine Apocalypse World Tour, so eine WOP-Supporter-Shirts. Die kriegt man für 49 Euro mit einem 36 Euro Paintball-Gutschein, den man dann im Shop oder in der Halle, also hier vor Ort, einlösen kann. Und dann kriegt man halt irgendwie noch so ein witziges Supporter-Shirt. Das wollen wir halt einmalig produzieren lassen. Jetzt, solange unser Laden halt dicht ist. Und dann gibt man die Größe an, danach hauen wir die Shirts raus und ihr kriegt die Gutscheine. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen was, was uns hier noch über Wasser hält. Also cool und danke für euren Support bis jetzt und die aufmunternden Worte, auch bei YouTube und so, wenn dann Leute sagen, ey, ich sitze hier gerade im Homeoffice fest, ist alles gerade scheiße, aber euer wöchentliches Video ist auf jeden Fall ganz kleines Highlight für mich. Das freut uns natürlich auch sehr. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, auch wenn bei uns gerade überhaupt keine Kohle reinkommt oder kaum, ist es so, dass man ja immerhin jetzt auch nochmal Zeit hat für seine Familien und so weiter, die man sonst auch nicht hat, weil man halt die ganze Zeit immer nur Gas, 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 Gas. In dem Sinne, ja, kann man es ja auch ein bisschen irgendwie als Chance oder positiv sehen, dass auch andere Aspekte dann irgendwie auch mal ganz schön sind zwischendurch. Aber lasst uns mal eben aufs Feld gehen. Ich will euch mal eben ein, zwei Sachen zeigen, weil irgendwann geht's ja weiter und da haben wir noch ein paar Sachen für euch. Schon vor der Krise vorbereitet. Bis gleich. So, wir sind hier auf dem Feld. Und naja, so ein bisschen schießen können wir ja gleich auch noch, weil ist ja nichts los. Was soll man hier auch machen? Einige kennen das ja schon. Hier eine neue Hütte ist auch schon wieder gut zugeballert eigentlich. Aber guckt mal hier auf den Turf hier. Wie schön wir das alles sauber gemacht haben. Wahnsinn, oder? Wir haben da wirklich richtig viel Arbeit investiert und dachten, zum Saisonstart machen wir die Halle richtig schön, dass ihr, wenn ihr kommt, dass ihr nochmal extra Bock habt
und man nicht ausrutscht, dass hier irgendwie gut zu spielen ist. Dann haben wir den Bulli haben wir hier nochmal komplett irgendwie umgebaut, den nochmal einen neuen Look verpasst, dass man ihn viel besser spielen kann und dass er auch einfach viel mehr hermacht. Dafür haben wir sogar extra unsere alte Satzschüssel abgebaut. Wir können kein Satellitenfernsehen mehr gucken, aber dafür sieht er jetzt noch ein bisschen schicker aus. Ja, und dann kam Corona. Was schaß mucken, wa? Was wie auch plötzlich so sehen? Jo, das Ding hat wie auch anpinselt. Aber sie hat das ja wohl nur auch anpinselt, ne? Naja, ich wechsle mal wieder zum Hochdeutschen. Kommt mal mit, wir haben hier noch mehr für euch. So, auf geht's. Heute mal in rebellischer Redneck-Uniform. Also, kommt mit. Wir haben da ein neues Fenster gebaut. Das heißt, das kennen aber viele schon. Aber wir gehen mal in die neue Deckung. Und das ist übrigens auch eine Sache, die ihr echt zu Hause üben könnt. Also wenn ihr richtig Lagerkoller habt und einfach keinen Bock mehr habt oder euch eure Kinder so richtig auf die Decke steigen. Ich weiß, das ist weird und nerdig und sowieso auch bescheuert, aber um nicht einzurosten, schnappt euch die Paintball-Kanone und übt einfach so ein bisschen Deckungsverhalten. Ich weiß, ihr habt gerade andere Sorgen, aber naja, ihr müsst ja nicht auf dem Feld spielen. Also wenn man seinen Skill verbessern will, kann man halt auch einfach so bisschen Gunfight-mäßig unterwegs sein. Müsst ihr aber auch nicht. Ihr könnt auch einfach Netflix durchbingen. Ich kann gerade Tiger King empfehlen. Das Internet überschlägt sich ja auch gerade. Mega weirde, total bescheuerte Amis. Oder Babylon Berlin. Auch eine sehr gute Serienempfehlung. Komm, wir gehen weiter. Ja, unsere neue Deckung hier. Mega cool zu spielen. Frenzy, wenn die Leute uns hier so sabbeln hören, denken die, wir sind auch bescheuert geworden durch Corona. So wild hier immer hin und her. Ja, guck mal, Tiger King. Ach, hier, macht mal Deckungsverhalten zu Hause. Aber was willst du auch machen, ey? Ne? Irgendwie muss man den Tag rumkriegen. Kommt mal mit, wir gehen noch mal weiter. So, ihr Turnierspieler da draußen. Eigentlich wollte ich jetzt noch ein paar schöne Sub-Air-Drills machen. Das wird wohl nix. Das wird wohl nichts. Da ist ja gar nichts zu holen. Alles platt. Oh, nö, du. Da blutet mir das Herz. Also, eigentlich hätten wir jetzt auch schon letztes Wochenende unseren Frühjahrscup gemacht, wo wir mal eine richtige Party von machen hier auf dem Turnierfeld. Ist auch ins Wasser gefallen. Ja, scheiße. Scheiße. Alles scheiße. Scheiße. So Leute, eine kleine Runde drehen wir noch. Einfach fürs Gemüt. Und let's go. So. Nein! Ein Mac noch. Oh Scheiße. Ich bin voll eingerostet, ich treff gar nichts mehr. Fuck. Ich muss Paintball spielen, so ja. Geht's nicht. Fancy, das ist doch nicht der Henner, den wir kennen, oder? Nee. Der trifft ja gar nichts mehr. Wir sind schwach gerade, ne? Ach. Müssen wir wohl ein paar neue Videos machen. Wir müssen wieder Videos machen. So, alles mal eben gesichert hier. Wer rastet, der rostet und so, ne? Und wie? Ach, das war's von unserem völlig durchgeknallten Corona-Video ohne Skript und ohne Verstand. Wir wollten euch einfach mal zeigen, wie es uns geht. Und in unserem Kopf ist auch schon Kartoffelsalat. Nächste Woche machen wir wieder hochqualitativ wertigen, total nerdigen Paintball-Content, als hätte es Corona nie gegeben. Aber diesmal mussten wir einfach mal Real Talk mit euch machen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Lasst den Kopf nicht hängen. Wenn man sich mal einmal, ohne jetzt zu politisch zu werden, ich weiß, machen wir eigentlich nicht,
Aber wenn man mal einmal über die Welt guckt, mit welchen Problemen andere Länder seit Jahren zu kämpfen haben, wo es wirklich ans Eingemachte und an die Existenz geht, oder aber was mein eigener Großvater noch irgendwie 46 da mit dem Steckrübenwinter zu kämpfen hatte, als sie ihre Familien durchbringen mussten und irgendwelche Hamburger hier zum Hamsterkaufen rüberkamen. Also das waren Hamsterkäufe. Da wurde nicht Klopapier weggehamstert, da wurde das gute Tafelservice für eine halbe Stunde Brot irgendwie verhökert. Also es geht uns noch verhältnismäßig gut, das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Ne? Und die Krise geht halt auch vorbei. In diesem Sinne, wenn ihr gerade andere Sorgen als Paintball habt, dann kann ich das voll nachvollziehen. Aber wenn ihr trotzdem irgendwie bei uns am Ball bleiben würdet, euch irgendwie auch ein bisschen ablenken wollt, ja, wir freuen uns darauf, euch hoffentlich bald auch wieder in Person hier zu treffen. Wir überlegen schon, was wir als Cooles machen können irgendwie. Wir haben schon wild rumgesponnen, wenn es dann hier mal weitergeht, ob wir das irgendwie mit einer richtig geilen Party oder so losstarten lassen. Seid da mal gespannt, mal gucken, was da irgendwie möglich ist. Ansonsten, Leute, bleibt gesund. Danke für euren Support und lasst euch gut gehen. Bis bald. Ciao. Grüße vom ganzen World of Paintball-Weekend Warrior Team. Ihr seid die Besten.